Und weiter geht's mit einer weiteren Folge Minecraft Sky Factory. Ich habe jetzt das ein paar Mal gemacht, dass ich hin und her gelaufen bin, offscreen, und habe die Monster gefarmt, was recht gut geht, weil das sind so viele. Du brauchst ungefähr ein Steinschwert fast schon, damit du das einmal komplett leeren kannst. Das Gute ist, wenn du die einmal los bist, spawnen keine neuen mehr, weil du zu nah dran bist. Also kannst du einfach wegreißen und ich kann reingehen und das Zeug holen. Und hab's dadurch auch schon geschafft, dass ich jetzt eine Enderperle bekommen habe. Also werde ich jetzt, nachdem ich das Ganze hier einmal geleert habe, als nächstes den Vakuumhopper bauen, weil dann können wir das Ganze hier automatisieren. Dann brauche ich da nicht mehr rein. Boah. Ich sehe schon gar nichts mehr richtig durch die ganzen XP, die ich krieg. Schon Level 18, 19. Ja. Geht doch recht schnell mit den Level. Einen Creeper Head. Und das sind wieder die Common Bags, die Loot Bags. Einmal Blizzard bekommen und einmal kriegen wir jetzt sogar Diamanten und Glowstone Dust. Was haben wir hier? Aber keine Ahnung, was mir das jetzt bringen soll. Auf jeden Fall, dadurch kriegt man richtig gutes Zeug durch die Loot Bags. Dadurch habe ich auch die eine Enderperle bekommen, weil die waren so nah drin. Dann packen wir mal hier schnell alles rein, was wir jetzt nicht brauchen. Schon wieder so viel, dass das Inventar richtig zugemüllt ist. Das kann alles da rein. Ich habe auch einen so einen Wooden Spike bekommen durch eins der Loot Packs. Roh Rubber, ein Slime Sapling, also können wir uns noch mehr Rubber dadurch herstellen. Das kommt auch alles mal weg. Okay, dann fangen wir jetzt an. Wir brauchen einmal Bliss Powder. Blaze Powder, nicht Bliss. Blaze Powder für ein Ender Eye. Dann brauchen wir eine von den Truhen. 5 Eisen platzieren wir mal. Und wir brauchen ein Obsidian. Dazu brauchen wir... Boah, wie hat man den nochmal hergestellt? Da brauchen wir, glaube ich, nochmal sonst... Da brauchen wir einen Stone Barrel. Also brauchen wir... 6, 9 gebratenen Steine. Kriege ich die noch hin mit der Energie, die drin ist? Ich hoffe. Sonst muss ich schon wieder das Zeug umstellen. Weil ich das immer austausche und schaue, dass immer das nächste dann wieder voll ist. Wobei das jetzt gerade komplett leer ist, weil... Hä? Wieso füllt denn der das jetzt nicht auf? Naja, das sehe ich ja dann, wenn ich das nächste Mal hernehmen muss. Was aber glaube ich nicht so schnell passieren wird. Hoffe ich, weil ich noch sehr viel habe. Dann holen wir uns jetzt noch die letzten 3 Steine. Wenn wir die dann haben, dann können wir das Stone Barrel machen und damit können wir dann den ersten Obsidian herstellen. Was dann bedeutet, wir können endlich den... wie heißen's? Den Vakuumhopper bauen. Nehme ich noch ein Holz. Na, an der Stelle nehme ich kein Holz, dann nehme ich Stein. Stein drüber. Den ausleeren, da kommt jetzt halt einmal Lava rein. Okay, und der ist jetzt zu nah dran, der muss eins höher. Damit ich ihn abbauen kann, muss ich das so machen. Also muss er da hin, damit ich jetzt das setzen kann. Und schon haben wir jetzt Obsidian hergestellt. Können wir Obsidian, den Hopper und den zusammensetzen zu einem Vakuumhopper. Dann nehmen wir uns noch die Truhe. Und dann brauchen wir noch die Wooden Spikes, die letzten. Spike.
Wir haben schon eines und wir brauchen insgesamt 8. Okay, muss ich zweimal das herstellen. Okay. Das ist jetzt halt nicht so schön. Aber ich brauche keine Dinge dafür, oder? Ja, ich brauche ein paar normale, also brauche ich 2 davon. Der Rest wird zu dem. Habe ich noch 2 Sticks? Na. Ich versuche mal, dass das Zeug sich so gut wie möglich aufbraucht. 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt fehlen mir genau 2 Holz. Die können schon mal weg. Die letzten beiden Holz. Damit hätte ich jetzt 5 von denen. 9. Das sind zu viel, so viel brauche ich nicht. Aber ja, jetzt haben wir es, jetzt nehmen wir es her. Ja, jetzt müssen wir da unten nochmal das Ganze aufräumen. Scheiße. Die habe ich vergessen, die können da jetzt momentan noch durch. Aber wo? Ist doch alles zu. Und wenn ich zu weit weg bin und da können mich die Creeper von der anderen Seite durch den Schlitz sehen und dadurch gehen die hoch. Das ist mir einmal passiert. Da war dann etwas von dem Holz kaputt. Ja. Das wird hoffentlich jetzt noch was. Ja, jetzt muss ich die letzten mal jetzt mit der Pickaxe schnell. Ist die auch schon weg? Wow. Und da ich wieder nichts sehe, ist das etwas blöd. Vor allem, wenn ich jetzt weggehe, dann spawnen wieder 100 Monster. Das ist jetzt halt unschön. Jetzt muss ich die letzten hier schnell per Hand töten. Komm schon. Noch ein halbes Herz fast. Das war's, oder? Ja. Auf der Minimap sehe ich keine mehr. Gut. Jetzt wird das wieder hochgehen, wie verrückt. Ich habe zum Glück noch ein paar Kartoffeln dabei. Und schon wieder 3 Drohnen insgesamt. Jetzt muss ich nur noch schauen, wie ich das am dümmsten mache, ohne dass ich viel verbrauche. Ich muss eigentlich... Ja, das ist das Ding, weil jetzt setzt das sie hier an die Wand. Bin ich zu nah ran und schon fast gestorben. Jetzt muss ich schnell hier den ganzen Boden rausreißen. Und dann eins höher setzen, auf, damit ich hier jetzt... Na, der Depp setzt sie trotzdem die ganze Zeit jetzt so. Dann kann ich es auch so lassen, dann setze ich jetzt hier noch die Truhe hin. Oben drauf den Vakuumhopper mit dem Ausgang nach unten, passt. Hier jetzt den letzten Spike, kriege ich, kann ich jetzt gerade nicht schlecht platzieren, vielleicht so, wenn ich es mache. Dann mache ich jetzt den hier auch noch weg. Und das hier. Dann setze ich den hier. Und kann jetzt rausgehen und den hier hinsetzen. Wow, die saugen mich rein, das ist nicht so schön. Weil wenn ich es dann berühre, dann kriege ich Schaden. So geht's aber, ja. Und ich kann da noch drauf zugreifen. Jetzt ist die Truhe gerade leer. Jetzt gehen wir mal weg. Essen schnell was. Und in der Zwischenzeit sollten ja Monster spawnen und dann wieder runterfallen. Habe ich noch irgendwas da zum Essen, was ich gleich hernehmen kann? Karotten kann ich essen. Ich glaube, das sollte von der Zeit schon ausgereicht haben. Ja, dann gehen wir jetzt wieder hin und schauen, wie weit das funktioniert hat, mit dass die sich... Naja, die sammeln sich jetzt alle in der Mitte oder hier können es drauf stehen. Das ist nicht schön.
Ja gut, das muss ich dann offscreen, mache ich das kurz, weil das etwas schwieriger wird, die alle loszuwerden und setze dann die Spikes so, dass sie nach oben schauen. Okay, gut. Na, dann mache ich dann, wenn es fertig ist, ein Screenshot. Das war's dann wieder mit dieser Folge. Wenn sie euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da und dann sieht man sich beim nächsten Mal.